Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, was haben Länder wie die USA, China, Japan, die große Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten und der OECD-Länder gemeinsam? Sie haben seit Jahren eine steuerliche Forschungsförderung. Deutschland hinkt hier hinten dran. Die Erfahrungen, die in diesen Ländern damit gemacht worden sind, sind durchweg positiv. Ganz wichtig zu wissen ist es, dass sich für den Staat mittel- und langfristig unter dem Strich ein Plus ergibt, obwohl er zunächst auf Einnahmen verzichtet. Forschung und Wirtschaft, meine Damen und Herren, brauchen Freiheit und Impulse. Dann entsteht Wachstum, und mehr Wachstum bedeutet mehr Steuereinnahmen und mehr Arbeitsplätze. Das ist letztlich gut für uns alle. Im Kabinettsbeschluss hieß es noch, ich zitiere, die Förderung solle als Steuergutschrift gewährt werden, die auch im Verlustfall ausbezahlt wird. Dies sei insbesondere für Start-ups außerhalb der Gewinnzone von Bedeutung. Das ist vollkommen richtig, und genau das hat die AfD in ihrem Antrag zur steuerlichen Forschungsförderung bereits im vergangenen Jahr vorgeschlagen. Warum sie jetzt auf den letzten Metern offenbar hier einen anderen Weg über die Prämie eingeschlagen haben, das kann uns vielleicht Herr Meister nachher noch erklären. Denn international gesehen hat die Steuergutschrift sich als die effizienteste Methode erwiesen, wie eine Auswertung des BDI von über 60 empirischen Studien belegt. Wir vermissen im vorliegenden Entwurf auch den von vielen Seiten geforderten Auftragskostenansatz. Weil das fehlt, können Unternehmen ohne eigenes Forschungspersonal und damit insbesondere der Mittelstand nicht profitieren, da sie in ihrer Rolle als Auftraggeber von Forschungsaufträgen nicht anspruchsberechtigt sind und die meisten ihrer Forschungspartner, also beispielsweise Universitäten, Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, von der Förderung ausgenommen sind. Die meisten KMU haben keine eigene Forschungsabteilung. Eine nur auf eigene Personalkosten fixierte steuerliche Forschungsförderung kommt bei vielen Start-ups, beispielsweise in der Biotechnologie und Gesundheitsforschung, also gar nicht an. Schon aus ordnungspolitischen Gesichtspunkten sollte ein Unternehmen frei wählen können, ob es Forschungen mit eigenem Personal durchführt oder diese bei einer für den jeweiligen Forschungsgegenstand spezialisierten Forschungseinrichtung in Auftrag gibt und die entsprechenden Kosten im Sinne der Förderung geltend macht. Diese außeruniversitären Forschungseinrichtungen haben wir gerade mit einer gewaltigen Summe von über 100 Milliarden Euro für die nächsten 10 Jahre bis 2030 gefördert. Ein weiteres Problem, meine Damen und Herren, ist die Deckelung. Die Deckelung der der Forschungs- und Entwicklungsförderung auf förderfähige Personalkosten in Höhe von maximal 2 Millionen Euro wirkt ein Problem in sich. Bei 25-prozentiger Förderquote beträgt die höchste Fördersumme somit lediglich 500.000 Euro. Das ist für kleine und mittelständische Unternehmen natürlich eine relevante Größe, wenn sie denn eigenes Forschungspersonal haben, aber nicht für größere Unternehmen, bei denen Forschungsausgaben zumeist deutlich höher sind. Gerade wenn es um die Standortentscheidung großer forschender Unternehmen geht, sind stärkere Anreize vergleichbar denen anderer europäischer Länder notwendig, erklärte dazu sinngemäß auch der Präsident des Stifterverbandes. Deshalb haben einige größere Firmen, ich nenne das Beispiel Böhringer Ingelheim, ihre forschungsintensiven Neugründungen ins Ausland, in diesem Fall nach Österreich, verlagert. Dort können forschende Unternehmen 14% ihrer Forschungskosten steuerlich geltend machen. Eine Deckelung wie in Deutschland oder wie im Gesetzentwurf bei uns jetzt hier vorgesehen, gibt es dort nicht. Die Bundesregierung, meine Damen und Herren, hat das Kunststück fertiggebracht, das Instrument der steuerlichen Forschungsförderung, das an sich sehr gut ist, durch Überregulierung so zu justieren, dass sowohl kleine und mittlere Unternehmen als auch große Firmen davon wenig haben werden. Eine große Chance für den Standort Deutschland, meine Damen und Herren, wird hier vertan. Sie sollten dringend nachbessern. Die zu enge Deckelung von nur 500.000 Euro muss unseres Erachtens angehoben werden, und der Auftragskostenansatz muss noch in das Gesetz implementiert werden. Das haben wir auch in der Anhörung der Sachverständigen etliche Verhandlungspartner gefordert. Die Kosten der Auftragsforschung müssen auch steuerförderfähig sein. Meine Damen und Herren, wir bitten darum, diese Punkte noch einmal in der
weitergehenden Debatte zu berücksichtigen. Sie müssen dann ja nicht sagen, dass die AfD Sie darauf gebracht habe. Die Hauptsache, wir verbessern das Gesetz so noch, dass es seinen wirklichen Gesinn dann auch erfüllen kann. Herzlichen Dank. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.